Anastasia Limberger liest aus dem Buch Worte über den Allmenschen. Unterwegs im Kreis. Der Lärm des Tages legt sich und die Sonne im Westen errötet, beschämt ob ihrer morgendlichen Leidenschaft und der zerbrochenen Hoffnungen. Der schwarze Rabe aber stieß seinen Stab in den mit Kiefern bewachsenen Berg und brach auf, der untergehenden Sonne nach um die Erde. Er ließ die Sonne weder unter noch aufgehen, denn er wollte den ganzen Planeten aus demselben Winkel beleuchtet sehen. Als er aber den ganzen Weg im Kreis zurückgelegt hatte und auf den Berg zurückkehrte, da fragten ihn die grünen Kiefern und die roten Füchse unter den Kiefern und die bunten Vögel im Geäst und die glubschäugigen Fische im silbernen See seiner alten Bekannten. Sie alle begannen zu fragen. Erzähl uns, Rabe, was hast du gesehen, als du der Sonne um die Erde folgtest? Der Rabe sah die grünen Kiefern, die roten Füchse, die bunten Vögel und die glubschäugigen Fische im silbernen See mit allbarmherzigem Blick an und sagte leise: Ich sah mich selbst, zersplittert, maskiert, entfremdet, selbstvergessen, gefangen, mich selbst. Ich sah zahllose Narren mit Zeptern der Weisheit und Gott in ihrer Mitte gekreuzigt. Ich sah viele grausame Herrscher mit Zeichen der göttlichen Barmherzigkeit und Gott in ihrer Mitte gekreuzigt. Ich sah Söhne, die sich gegen den Vater erhoben und den Vater, der ihnen unterwürfig diente. Doch das Größte, das ich sah, war nicht ein Mensch ohne Sünde, sondern ein Mensch, der seine Sünde bewusst und freiwillig sühnte. Die Erhöhung des erniedrigten Gottes ist das Einzige, was mir größer als Gott selbst erschien und unvergleichlich größer als die Erde. Und ich sah meine Zwillinge, überall sah ich die Krallen Luzifers, wenngleich sie selten nicht in Handschuhen steckten. Und seine Hörner sah ich, wenngleich sie selten nicht unter einer Kappe versteckt sind. Und seine farblosen Augen, wenngleich sie sich selten nicht hinter bunten Brillengläsern verbergen. Und sein eisiges Gesicht, wenngleich es sich selten ohne gütige Maske zeigt. Und das Schwert in seiner Hand, wenngleich es selten ohne Kreuz erscheint. Und den Ölzweig des Friedens an seiner Brust, wenngleich er selten ohne giftigen Pfeil getragen wird. Und die Narzisse der Liebe in seinem Haar, wenngleich sie selten nicht von Schlangen umsponnen ist. Die grünen Kiefern und roten Füchse und bunten Vögel und glubschäugigen Fische im silbernen See wurden von großer Angst erfüllt. Dann aber fragten sie den schwarzen Raben: Sag uns, Zwilling Rabe, hat dich deine Reise der Sonne nach glücklicher, reicher gemacht? Der Rabe antwortete: Wenn sich auch aller Schnee in Zucker verwandelte und alles Wasser der Regen in Malvasia, die Bitterkeit meiner Seele wäre nicht versüßt. Denn meine Seele dürstet nicht nach Süße von außen. Sie will keine Süße trinken, sondern Süße tränken. Wenn sich auch aller Staub unter meinen Füßen in Smaragde und alle Blätter an den Bäumen in Diamanten verwandelten, so würde mein Reichtum nicht größer. Denn meine Seele erwartet keinen Reichtum von außen. Ihr Wunsch und ihr Kreuz ist es, sich mit sich selbst zu bereichern, nicht aber mit Kleidung. Wenn mir alle Schmeicheleien entgegengebracht, alle Ehren erwiesen und alle Throne gegeben würden, nichts könnte meinen Kummer lindern, als nur die Seelen, die sich meiner Seele zugesellten, die sich mit meiner Seele verquickten und meine Seele verdoppelten, verdreifachten, verallmenschlichten. Da fragten die grünen Kiefern und roten Füchse, die bunten Vögel und glubschäugigen Fische aus dem silbernen See: Wie aber sah der Weg aus, den du durchlaufen bist, Rabe? Es ist ein Kreis, antwortete der Rabe. Er gleicht dem, den auch ihr durchlauft, wenn ihr euch bewegt und auch wenn ihr euch nicht bewegt. Ich habe Pflanzen und Minerale durchquert, habe mich darin gesehen und bin durch sie zu mir selbst gekommen. Ich wandelte unter jungen Löwen und unter Schlangen, unter zornigen Falken und unter Tauben, die neben den Hütten hausen, und kehrte durch sie zu mir selbst zurück. Ich ging auch durch Eisen und Quecksilber hindurch, durch Kristalle und Edelsteine, durch Kohle und Radium, und als ich mich umschaute, fand ich mich wieder in mir selbst. Ich nistete in Moosen an den Polen und in den Pilzen im Moor und fand keine Fremden. Ich flog mit dem Wind und döste mit den Schildkröten, und doch blieb der Kreis bestehen. Ich zirpte mit den Grillen, brummte mit den Hummeln und sang mit dem Kuckuck, und wenn ich mich umsah, sah ich wieder denselben Kreis. Ich jagte die Horizontale entlang und schwor, ich werde mich nicht mehr im Kreise drehen. Doch als ich dachte, ich sei am Rande des Weltalls, sah ich wieder einen geschlossenen Ring.
Auf der Suche nach einem Fremden fand ich mich immer wieder in der Gestalt verschiedener Menschen, in Fellen von Tieren, in Kleidern, von Blumen wieder. Doch wenn ich dachte, ich habe die fernste Ferne erreicht, kehrte ich im unsichtbaren Kreis in nächste Nähe zurück. Ich lief vor mir selbst davon, um dem Unausweichlichen auszuweichen. Doch jedes Mal, wenn ich vor Erschöpfung umfiel, sah ich mich auf meinem gewohnten Lager. Die grünen Kiefern und roten Füchse und bunten Vögel und glubschäugigen Fische aus dem silbernen See beschlossen, dem Raben noch eine Frage zu stellen. Können wir dir helfen, Rabe, du Zwilling aller Existenz? Ihr könnt mir nicht helfen, wenn ihr nicht allem helft. Allem aber helft ihr, wenn ihr an den Allmenschen denkt. Ihr sollt wissen, meine Zwillinge, der Allmensch ist der gekreuzigte Gott in allem. Alles, was auf der Erde existiert, ist ein Kreuz des gekreuzigten Gottes. Der Allmensch ist das, was im Lügner nicht lügt, im Dieb nicht stiehlt, im Brandstifter nicht brandstiftet, was im Eroberer nicht zerstört und im Ehebrecher nicht Ehebruch begeht, was sich im Ängstlichen nicht erschrickt, im Gierigen nicht gierig ist und sich im Sterbenden nicht ängstigt. Das ist der Allmensch. Der Allmensch, meine Zwillinge, ist das, was in der Schlange als geflügelt, im faulen Apfel als frisch, im Pfau als nicht selbstverliebt, in der Kiefer als unvergänglich, im Fuchs als aufrichtig, im Vogel als unbesiegbar, im Fisch als glücklich, im silbernen See als aufbauend und im Friedhof als lebendig empfunden wird. Das ist der Allmensch. Der Allmensch ist die Mutter Luzifers, die es zuließ, dass ihr Sohn sie erniedrigt, zermalt, herabsetzt, bedrängt, bespuckt und kreuzigt. All dies aus mütterlicher Liebe zum Sohn. Ich will die Mutter wieder aufbauen, zusammensetzen, ihr die Kraft zurückgeben, sie wieder verallmächtigen und sie auferstehen lassen. Ich schwöre euch bei der gekreuzigten Mutter, dass ich mit eurer Hilfe diesen meinen Willen erfüllen werde. Der Übermensch hat Türme auf den unebenen Fundamenten der äußerlichen Unterscheidungen der Welt errichtet. Deshalb sind seine Türme eingestürzt. Wir aber werden den Turm einer neuen Welt, einer neuen Geschichte auf der Grundlage der inneren, der allerinnersten Gleichheit oder Kreuzigung von allem erbauen. Deshalb sage ich euch, meine Zwillinge, ihr könnt mir und euch selbst nicht helfen, wenn ihr nicht allem helft. Allem aber könnt ihr helfen, wenn ihr an den Allmenschen denkt. Vor allem, wenn ihr an den Allmenschen denkt.